Hallo ihr Lieben, heute werde ich euch noch ein letztes Mal aus Polen berichten und zwar diesmal vom Meer oder von all diesen unterschiedlichen Stränden, die es gibt in Polen. Das Highlight ist natürlich die Sahara Polens, die Wanderdüne Leba, wo ich einige Videos gemacht habe, weil das einfach eine einzigartige Landschaft ist. Aber die anderen Strände, die es in Polen gibt, sei es jetzt am Masurischen Meer oder die Steilküste, die will ich euch auch mal zeigen. Also das erste, was wir gesehen haben, war eben dieses Masurische Meer. Das haben wir besucht auf dem Weg von Warschau nach Danzig. Und Bilder und Berichte von den Städtetouren, die findet ihr im Partnerkanal in einem Video, was ich euch in die Infobox tue, wo ich zeige, wo unsere Rundreise so herging. Also das Masurische Meer, das ist so groß, dass man das andere Ufer, wenn man gen Süden schaut, überhaupt nicht sehen kann. Man hat eben da Touristenorte mit, denke ich mal, nachträglich angelegten Sandstränden. Man hat leichten Wellengang, je nach Wind vielleicht sogar ein bisschen mehr. Und eben auch Touristenorte wie Nikolaiken, wo es quasi genauso aussieht, als wenn man hier nach Holland fährt und da eben auch in so einem Ort wie Rennes einkehrt. Übrigens auch in Leba, was hier am Ende noch kommt, da hat man eben auch einen riesen Touri-Ort mit Bütchen neben Bütchen und ja, würde ich jetzt persönlich keinen Urlaub machen wollen, außer eben natürlich auf dieser Düne, die einfach wunderschön ist. Das Schöne da ist eben, dass man nur wenige Meter gehen muss und auf der einen Seite einen See zu haben und auf der anderen Seite das Meer bei der Wanderdüne Leba. Und was Ähnliches gibt es am Masurischen Meer auch, und zwar im Norden. Aber das kann ich euch jetzt nicht als Foto reingeben. Das habe ich halt selbst nur auf Google gesehen, dass es da diesen Engpass gibt. Wir sind ja nur durchgefahren und haben nicht angehalten. Wie soll man das vom Auto aus auf ein Foto bringen? Aber wir sind dann, als wir in Danzig angekommen waren, eine Nacht da verbracht haben, nicht gleich nach Danzig rein, sondern erstmal zur Halbinsel Hel gefahren. Und diese Halbinsel Hel hat eben auch so eine Stelle. Auf der einen Seite ist halt ein Yachthafen, wo die Leute in die Danziger Bucht losschippern. Und dann geht man durch den Ort durch. Also wir sind jetzt in Chalupi. Oh, Entschuldigung. Und hinter der Kirche, da wo ich jetzt hinzeige, wo das Parkplatzschild ist, da ist der Strand auf der einen Seite oder eher ein Yachthafen. Und diese Halbinsel Hel, die soll an dieser engsten Stelle hier nur 200 Meter breit sein. Also wir kommen jetzt gerade vom Hafen, sind jetzt quasi auf der Hauptstraße. Und ich habe mir das gerade bei Google Maps mal angeguckt. Und da hinten, ach Tatsache, geht es dann auf die andere Seite. Ich nehme euch einfach mal mit da hinten rüber, aber ihr seht es ja schon, dass da die Dünen sind. Und wir waren ja heute schon am Meer, da habe ich einen kleinen Livestream gemacht im Kanal Nikolasteine Hundeschule. Leider ist es mit Livestreams so,
dass ich da irgendwie ständig das Internet verliere. Ich weiß nicht, ob das nur hier so ist oder. Ob ich vielleicht besser einfach stehen bleibe. Morgen früh sind wir hier an der Westerplatte in Danzig. Da will ich mal lieber einen Livestream machen, wo ich stehen bleibe. Aber wir gehen den Weg entlang. Und das ist ja echt mega, ne? So einen Ferienort zu haben, wo man auf zwei Seiten ans Meer kann. Die Badegäste hier hin und die mit den Yachten und die, die Bootsfahren wollen, auf der anderen Seite. Sorry, da war mein Finger. Ich habe heute irgendwie so ein Täschchen um mein Handy, was ich sonst nicht dabei habe. Ich bin ja technisch eh nicht so begabt. Und dann mit diesem Täschchen auch noch. Da hat man dann doch ständig den Finger da drauf. Und ihr seht halt in diesem Livestream und eben auch hier auf Telegram die älteren Videos und Bilder, dass wir auf der einen Seite der Ostsee waren, wo es kaum Wellen gab. Ganz ruhig, ganz flach. Und jetzt gehen wir hier auf diese Seite und das fühlt sich ja schon an wie Holland. Ja, wirklich. An der engsten Stelle gerade mal 200 Meter breit. Bevor wir aber in Chalupi waren, erst gegessen haben und dann nochmal an den Strand gegangen sind, wir hatten eigentlich vor, bis zur Spitze nach Hel zu fahren, der letzte Ort auf der Halbinsel, die eigentlich ja auch vom Militär genutzt worden ist. Dann hatten wir da aber Stau, sind zurückgefahren und haben halt gesehen, da gibt es einige Parkplätze und auch so leichte Dünen vom Auto aus und haben halt einen der Parkplätze angesteuert und sind dann da 20, 30 Meter durch ganz, ganz kleine Dünen durch und waren an einem absolut idyllischen Ort, wo ich denke, warum gibt es so einen Ort nicht bei uns in der Nähe? Und vielleicht gibt es den ja, wenn ihr das wisst, dann sagt mir Bescheid. Und zum einen hatte man da Ruhe, da war nur noch einer, der bei uns halt lag und die anderen sind weiter rübergegangen in ihre, sag ich mal, kleinen idyllischen Ecken. Dann fand ich es eben auch toll, dass da wirklich meterweise ganz seichtes, flaches Meer ist, wo ich da reingegangen bin. Und ich gehe und gehe und gehe und gehe und es ist immer noch flach. Also bis man da mal mit dem Bauch im Wasser war, das hat ganz schön gedauert. Und es hat doch echt Spaß gemacht. Man will ja nicht immer so nur schwimmen in meinem Alter. Man will eigentlich eher ein bisschen planschen. Das ging da halt ziemlich gut. Ja, dann waren wir, wie gesagt, in Danzig.
Und dann ging es auch schon an die Heimreise. Und die ging halt an der Ostseeküste entlang. Und dann sind wir eben zu dem Ort Lebba gefahren. Und da habe ich mich als allererstes mal geärgert. Und zwar hatte ich das zu Hause alles ausbaldowert und habe auch einen Ort gefunden, der schon ziemlich weit rein ist, mit einem Parkplatz. Und als wir dann da angekommen sind, war ich irgendwie irritiert. Da war dann halt so ein Aussichtsturm. Und dann habe ich gedacht, kommt man von hier aus zu der Düne? Hab mir vielleicht auch echt nicht genug Zeit gelassen. Dann sind wir halt wieder zurück ins Dorf und sind dann mit der Bimmelbahn hingefahren, um nachher auf dem Rückweg zu sehen, dass da ja auch ein Fahrradverleih gewesen wäre. Und von daher, die Reiseführer haben das leider nicht so genau erwähnt. Die haben halt nur gesagt, es gibt Fahrräder, es gibt Bimmelbahnen. Aber die Tücken, die musste man sich wieder mal selbst raussuchen, was uns immens Zeit gekostet hat. Also wären wir da an dem Aussichtsturm geblieben, hätten wir gleich reingehen können, schon innerhalb dieses Geländes, wo man natürlich auch Eintritt zahlen muss, hätten uns da eine Bimmelbahn suchen können und wären bis ziemlich nah ran an diese Insel Lebba gekommen. Also mein Tipp, fahrt zum Aussichtsturm. Was wir gemacht haben, wie gesagt, das hat uns einen mega Fußmarsch eingebracht, weil wir mit der ersten Bimmelbahn von dem Ort bis zur Kasse gefahren sind. Dann haben wir zwar auf den Schildern, die da standen, gesehen, anscheinend fährt da auch eine Bimmelbahn, aber die haben wir irgendwie nicht gefunden und nicht gesehen. Hätten wir nur uns dahinstellen müssen und haben es echt nicht geblickt und sind gewandert und gewandert und gewandert. Tja, Reiseführer könnten auch mehr Informationen geben. Aber es hat sich gelohnt, weil diese erste Stelle, wo ich den Livestream gemacht habe, tue ich euch auch oben in die Infobox rein. Die hätten wir nicht gesehen, wenn wir mit der Bimmelbahn gefahren wären. Und die ist ja auch noch mal ein bisschen anders als nachher, wenn man wirklich bei dieser Hauptwanderdüne ist. Also das Ende dieses Weges, das sieht halt wirklich aus wie Wüste. Ist aber auch anstrengend. Man muss halt da hochklettern. Der Sand ist tief. Und wenn man die Schuhe auszieht, sinkt man zu tief ein. Zieht man die Schuhe an, hat man Sand in den Schuhen. Natürlich so ein bisschen wie so Mini-Schnee, wie nennt man das? Schneeschuhe oder so, die einen noch ein bisschen auffangen. Aber ich habe dann immer gedacht, 10 Schritte Pause, 10 Schritte Pause und bin dann tatsächlich auch da oben angekommen, wo sich die ganzen Menschen auch tummeln. Hab da halt jede Menge Fotos gemacht und gefilmt und man sah da eben auch diesen See auf der anderen Seite, den wir auch vorher schon ganz kurz erkundet haben. Das wäre eigentlich die Stelle, wo dann auch die zweite Bimmelbahn aufhört. Da geht es dann rechts in so ein Touri-Dörfchen und links kann man wirklich auf so eine Brücke zu diesem See gehen, der halt auf der anderen Seite ist. Ist halt auch wunderschön, aber ist man oben auf der Düne, dann sieht man halt beides. Man sieht rechts das Meer und links diesen riesigen See. Und das ist eben jetzt schon das dritte Mal, dass man solche Engpässe hat, die ich sehr, sehr faszinierend fand. Ja, aber es soll ja Strandurlaub sein und nachdem ich da schon vollkommen abgekämpft da oben war, wieder mal ein bisschen zu Atem gekommen bin, bin ich halt wieder runtergestiefelt und dann einen riesen Gang entlang gewandert in Richtung Strand. Und hab auch gedacht, ja, wenn du da jetzt ankommst, was du da vorne siehst, dann wirfst du einen Blick aufs Meer und kehrst um, weil ich eigentlich damit gerechnet habe, das geht ja nochmal tief runter, war aber nicht so. Also bin ich dann doch bis zum Meer gegangen und habe mich dann da in die Wellen gestellt. Und weil ich ja auch immer Hintergründe für meine Greenscreen-Videos suche, habe ich da eben auch gefilmt. Ich hatte eigentlich mein Handy im Tankini, damit es nicht nass wird.
dann stand ich da in den Wellen und wäre dann fast auch noch umgekippt bei dem Film. Das hätte meinem iPhone nicht so gut getan. Aber ich habe das noch irgendwie geschafft, nicht umzukippen. Und ja, bin ganz stolz, dass ich diese Aufnahmen habe. Passt vielleicht mal zu irgendeinem Video oder einem Zwischenteil eines Videos. Man muss ja auch immer sammeln. Ja, das war die Geschichte von mir. Abends sind wir noch in der Lovo gewesen, wo wir zum Leuchtturm wollten. Den haben wir aber nicht erreicht. Deswegen habe ich da keine Bilder von. Und was jetzt noch übrig ist an Bildern, ich habe das jetzt besprochen, ohne dass ich die Bilder überhaupt reingeladen habe, mal andersrum. Das lasse ich euch jetzt einfach mal am Ende noch so durchlaufen. Und verabschiede mich jetzt schon mal, wenn euch das Video gefallen hat. Lasst mir einen Daumen nach oben da. Wenn ihr noch kein Abo habt, lasst mir ein Abo da. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
is the thing that keeps me further from myself.